willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute bei unserem Format Naturmedizin. Unser Experte Nikolaus Hippe ist heute hier. Er hat auch schon viele Sendungen Was wäre wenn mit uns gedreht und ich freue mich sehr, heute mal mit ihm darüber zu sprechen, wie ich denn genau reagiere, wenn ich in einer neuen, herausfordernden Situation Entscheidungen treffen muss, aber auch in meiner Ruhe bleiben möchte, um eben auch die ganzen Abläufe vernünftig durchziehen zu können. Gerade solche Themen, er mit seiner langjährigen Erfahrung kann dazu natürlich einiges erzählen. Da freue ich mich sehr, heute ihm dabei zuzuhören. Hallo Nico. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ja, und gerade das Thema besondere Situationen, unverhoffte Notsituationen. Wie hast du gelernt, da gut zu reagieren? Also wirklich zielführend wäre ja in der Mitte, in der Ruhe zu bleiben. Man kennt ja natürlich das Gegenteil, in der Angst, Schockstarre. Man ist so wie handlungsunfähig. Das gibt es ja jetzt auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen. Das Spannende ist bei der Frage, die du stellst, es ist so riesig, das Thema, weil es gibt im Alltag Situationen, wo wir da regelmäßig reinrasseln. Mhm. Und da merkt man zum Beispiel, als Kind ist man da noch nicht so abgehärtet und das ist schon viel, viel schlimmer. Du fängst an zu weinen, wenn du nicht als erstes Essen bekommst. Mhm. Ja? Mit der Zeit wirst du abgehärtet, lernst, dass die anderen, die Jüngeren vielleicht zuerst bekommen oder so und kannst damit umgehen. Dann ist das für dich keine Krise mehr, dass du nicht als erstes Essen bekommst. Und je älter du wirst, desto mehr Erfahrungen machst du und in manchen Dingen wirst du auch ruhiger und entspannter und das ist für dich nicht gleich wieder ein Schock oder ein Stressmoment, sondern du kannst es immer besser von außen betrachten und in der Ruhe bleiben. Und es geht nur durch Erfahrung. Es geht durch nichts anderes. Die Gefahr dabei ist aber, dass man natürlich, wenn es ein zu großer Schock ist, dass man eine Negativerfahrung macht und dadurch in einen Modus kommt, wo man, wenn das Szenario wieder auftritt, nicht richtig reagieren kann, sondern automatisch die Bilder vom letzten Schock im Kopf hat und dadurch nicht mehr richtig reagieren kann. Ach, deswegen also, sagt man auch immer wieder aufs Pferd aufsteigen. Genau, wenn man vom Pferd runterfällt, sofort wieder aufsteigen, sonst steigt man vielleicht nie mehr auf. Und das ist das Wichtige, dass man verstehen muss, es ist wichtig, Erfahrungen zu sammeln, aber nie, dass es in ein Trauma geht, sondern immer, dass es in einen Wachstumsprozess führt. Und das ist zum Beispiel für mich auch als Survival-Trainer sehr wichtig, dass ich jeden Teilnehmer individuell anschaue, schaue, wo er gerade steht und wie schaffe ich es, ihn ins Wachstum zu bringen und nicht in ein Trauma. Und ja, es geht nichts über Lernen und Erfahrungen machen und diese Erfahrungen wiederholen oder trainieren. Und wenn wir jetzt mal ein paar Situationen anschauen, es kann ja im Alltag ganz normal sein, jemand schreit mich an oder jemand ist unfair zu mir. In dem Moment kann man schauen, kann ich mich zügeln, kann ich ruhig bleiben, wenn das irgendwie in Beziehungen oder in Freundschaften passiert, gell, wenn man sich länger kennt, dann nervt einen eine Verhaltensweise von der anderen Person regelmäßig oder so. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu lernen, erstmal nicht gleich reagieren, sondern zu spiegeln, was geht gerade in mir vor? Oh, ich fühle mich gerade ultra angegriffen. Lass nachher nochmal drüber reden. Und nicht, du Arsch! Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, bla bla bla. Gell? Und dann kann man vielleicht kurz aus der Situation sich rausziehen, von außen anschauen, sagen, Nico, es ist gar nicht so schlimm. Und dann kann man es neutral und nüchtern in seiner Mitte klären mit der anderen Person. Ich glaube, das reißt viel weniger Wunden und hinterlässt viel weniger Narben, als wenn man dem anderen erstmal eins drüber zieht sozusagen. Das ist jetzt die Situation im Alltag. Aber was ist jetzt, wenn man zum Beispiel einen Unfall baut auf der Straße? Ich baue einen Unfall. Mein Bruder war vor kurzem unterwegs auf einer sehr einsamen Landstraße. Und da stand plötzlich ein Mann blutend am Straßenrand. Und der war vor der Leitplanke, das Auto von dem in den Graben gefahren. Und man sah das Auto gar nicht von der Straße, weil die Straße erhöht war. Und was macht jetzt dieser Mann? Der fährt mitten im Dunkeln auf einer einsamen Landstraße, das Auto haut den Hang runter. Und dann geht es immer darum, wie viel Erfahrung habe ich schon? Wie reagiere ich jetzt? Gell? Der hatte sein Handy unten gelassen, hat sich hochgekämpft an die Straße und hat da gewartet. Und es kam eine halbe Stunde kein Auto. Mein Bruder war der Erste, der kam. Ja. Und da ist auch die Sache die, wäre es nicht, wenn er solche Situationen, manchmal genügt schon im Kopf durchgehen, ja? Wie würde ich reagieren? Aber hätte er sein Handy gleich mitgenommen, weil das war unten, hätte er Hilfe holen können. Aber er hatte nicht mehr die Kraft, um wieder runterzugehen und sein Handy zu holen. Und das ist ganz normal. Jeder von uns hat irgendwo eine Schwelle, wo er in die Krise kommt, in den Stress kommt. Und ab dem Moment legt sich ein Schalter um
und man kann nur noch reagieren. Das heißt, man kann nur noch das, was man trainiert hat, spult sich ab. Und das ist sehr, sehr spannend, weil dann, man muss es trainiert haben. Man muss es die richtigen Verhaltensweisen trainiert haben. Immer wieder üben, üben, üben. Und ja, da hilft es natürlich auch, wenn man einfach sich ein bisschen vorbereitet auf solche Situationen, ohne sich, ich würde mich jetzt auch nicht dauernd damit beschäftigen, weil die ganze Zeit nur mit Notsituationen im Kopf beschäftigen ist auch nicht gut. Aber ich war zum Beispiel lange Zeit Skipper, also Kapitän auf einem kleinen Segelschiff. Und da habe ich auch immer, wenn ich auf Schiff kam, als erstes Kopfkino gemacht. Wenn es jetzt brennen würde, wo sind die Feuerlöscher, wo hole ich die? Wenn es jetzt ein Leck gäbe, wo sind die Leckstopfen und so weiter und so fort? Wie würde ich reagieren, wenn die und die Situation ist? Damit ich die mir nochmal, wenn ich eine Zeit nicht auf dem Schiff war, wieder mir ins Gedächtnis hole. Wie ist die richtige Reaktion? Und ja, das hilft natürlich dann, wenn man auch reagieren kann, weil man die richtigen Hilfsmittel hat. Und da will ich vielleicht kurz drauf eingehen. Ich mache gerade hier einen Monolog. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Ja, total spannend zuzuhören. Mir fallen auch so viele Beispiele ein, weil gerade so das Thema Vorbereitung, Klassiker wäre jetzt natürlich, ist mir jetzt auch gerade eingefallen mit Reifen, wenn mir ein Reifen platzt, ja. Und ich weiß, wie ein Reifen gewechselt wird, dann bin ich ja völlig gelassen, ja. Wenn ich aber gar nichts weiß, dann komme ich natürlich in Stress. Dann blicke ich vielleicht gar nicht, wie ich mit dem Werkzeug umgehen soll oder finde es auch gar nicht. Und so habe ich es ja auch bei dir an den Wochenenden erlebt, dass du einfach die Werkzeuge bekommst und dadurch sich eine Gelassenheit einstellt. Jetzt kann man sich natürlich nicht auf alles vorbereiten. Absolut, aber auch zum Beispiel der Reifen, kaputte Reifen, gell? Du denkst jetzt ans Werkzeug. Ich will nicht böse sein, aber erst musst du das Warndreieck aufstellen, sonst wirst du zusammengefahren. Ja? Oh, ja. Also das sind so Sachen, wo man nur durch regelmäßiges Szenario durchgehen, also es ist saugefährlich. Ich hatte einen Unfall und deswegen konnte ich jetzt da auch gerade ganz gelassen mir das vorwerfen. Da ist ein Fehler im System, ja, weil ich bin ausgestiegen und habe mich um die Beifahrer gekümmert und irgendwie um den anderen, der im anderen Auto saß. Und da sind Autos vorbeigerauscht, rechts und links an uns. Und ich stand da mitten auf der Straße. Es war Schnee, es war rutschig. Saugefährlich. Da hat einer angehalten, der bei der Freiwilligen Feuerwehr war. Und der hat gesagt, holt mal schnell das Warndreieck erstmal raus. Und dann wurde es mir erst klar. Und seitdem weiß ich, das Warndreieck ist das Erste. Ja? Natürlich schauen, ob irgendjemand verletzt ist. Aber es bringt nichts, wenn ich auch noch verletzt werde. Gell? Ja. Und das sind diese Szenarien. Gell? Aber ich hatte dich unterbrochen. Nee, du wolltest. Okay. Ich glaube, ich hatte dich unterbrochen. Okay. Also ich wollte darauf eingehen, gell? Wie bereite ich mich denn gut vor? Und wenn wir jetzt mal das Szenario nehmen, ich bin im Auto, habe eine Reifenpanne, habe dummerweise kein Ersatzrad da und weiß nicht, wie dieses Spray funktioniert, dass der sich irgendwie da so wieder aufbläst. Bin irgendwo auf dem Alpenpass unterwegs und es ist schweinekalt. Wie reagiere ich denn? Und deswegen habe ich einfach verschiedene kleine Sets zusammengestellt, die ich verwende, damit ich einfach in solchen Situationen Hilfsmittel habe. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal bei dem aktuellen Szenario zum Beispiel, nehmen wir einfach mal hier das so ein kleines Daypack. Da drin ist einfach alles, was du brauchst, um dir in vielen Situationen helfen zu können. Ja, ganz Kleinigkeiten, es muss ja nicht gleich ein Riesenszenario sein, aber du stehst auf dem Pass und dein Handyakku ist leer. Ja, du hast kein Zigarettenanzünderladekabel. Machst du hier das Pack auf, hast eine kleine Powerbank drin mit Solarpanel vorne dran. Also wenn die leer wäre, könnte man sie auch aufladen. Okay. Und hast hier ein Kabel mit verschiedenen Anschlüssen. Super. Das Kabel kann sich nicht verheddern. Du ziehst es aus, dann ist es lang, steckst es hier an und kannst dein Handy laden. Und danach fährst es wieder zusammen und packst es wieder weg. Und das ist zum Beispiel ein super Hilfsmittel, allein um Hilfe holen zu können, wenn der Akku schwach ist. Meistens ist genau dann der Akku leer, wenn man es braucht. Ja? Aber es muss ja auch nicht immer das Autoszenario sein. Es kann auch einfach im Alltag sein. Ich habe einen wichtigen Business-Call und mein Akku ist leer. Ja, dann nimmst du das hier raus. Oder wie viele Situationen gibt es, wo man unterwegs ist und einer schneidet sich oder hat irgendwie eine Verletzung. Man braucht Desinfektionsmittel, man sollte einmal kurz desinfizieren. Ich stehe zum Beispiel da sehr auf Wasserstoffperoxid. Ja. Da ist hier so eine ganz kleine Sprühflasche in dem Set mit drin. Super. Und das kannst du verwenden. Für viele Sachen kannst du auch Wasser damit desinfizieren. Das muss die 3,5%ige Lösung sein. Da ist hier auch in dem Set so ein kleines Sprühfläschchen drin. Dann haben wir aber auch eben Pflaster mit drinnen, und zwar die guten, also diese langen Pflasterstreifen, damit man auch wirklich eine gute Finger
Verarztung oder den Finger gut verbinden kann, weil diese ganz kleinen Fleckchenpflaster, die halten immer nicht und dann haben sie nicht die richtige Größe und so weiter. Und dann gibt es natürlich Situationen, die Freundin bricht in Tränen aus oder der Freund, Männer dürfen auch weinen, ja, und Taschentuchpackung, ja, oder man, es gibt so viele Situationen, wo man einfach ein Taschentuch braucht, ja, und des Weiteren aber auch, es gibt Situationen, du bist unterwegs und hast unglaublich Durst. Es ist irgendeine dumme Situation, du hast dich verkalkuliert, der Bus kommt nicht, du bist an der Bushaltestelle irgendwo im Nirgendwo, die Sonne prallt runter und du musst einfach was trinken oder wie auch immer. Dann gibt's hier zum Beispiel, über dieses Pack kann ein Auto drüber fahren, ohne dass es kaputt geht, das sind 500 Milliliter Wasser, gereinigtes Wasser, lange haltbar, ist hier mit drin. Optional, wenn jemand das Set leichter haben will, kann man das aufmachen und diese kleineren Unterteilungen, also da sind 10 mal 50 Milliliter Packungen drin, kann man auch nur ein paar reintun. Ah, ja? Also wenn jemand wirklich mit dem Kreislauf oder irgendwas, das kennt man ja auch, dann hat jemand Wasser schnell. Genau, und sonst hast du halt vielleicht deine Trinkflasche dabei, vielleicht auch nicht. Wenn du immer dir angewöhnst, ich gehe aus dem Haus und kommt in meine Handtasche, kommt immer das Pack rein oder in den Rucksack, hast du auch immer Wasser mit dabei. Oder man kann es im Auto lassen. Oder im Auto. Einfach so ein also Auto, so ein Erste-Hilfe-Set sozusagen. Genau. Ja. Und dann haben wir natürlich Essen, Trinken haben wir hiermit geklärt. Wie sieht es denn aus mit Nahrung? Hier ist zum Beispiel so ein Langzeitriegel, gut verpackt, ist sehr, sehr klein und handlich. Und da hat man immer zum Beispiel, wie viel sind es? 575 Kilokalorien. Ja, also das ist ungefähr eine Mahlzeit. Ja, da kann man, und das ist in vier Teile unterteilt. Man kann es uns auch austeilen. Super. Es gibt ja oft, dass Kinder irgendwie Riesenhunger haben und man sagt, ich habe aber nichts und so, dann macht man schnell den Riegel auf und gibt denen was. Kann man danach wieder einen neuen reintun. Dann gibt's aber auch Situationen, es fängt plötzlich an in Strömen zu regnen und man hat noch seine Unterlagen oder sein alles mögliche Handy, Geldbeutel, das nicht nass werden soll. Hier habe ich noch original verpackt. Einen wasserfesten Beutel. Da kann man auch das ganze Set reintun. Ah, okay. Und den tut man einfach alles rein, was nicht nass werden soll, zweimal umschlagen, zuklippen und alles bleibt trocken. Da kannst du sogar durch den Fluss schwimmen, ohne dass irgendwas nass wird. Dann hat man als weiteres Hilfsmittel, und das finde ich sehr, sehr wichtig, eine Stirnlampe. Viele Leute haben eine Handytaschenlampe, aber das Ding ist, wenn du eine Reifenpanne hast, wo stellst du das Handy hin? Du hast immer in einer Hand das Handy, das ist total nervig. Und hier die Stirnlampe ist das Gute, die setzt du auf den Kopf und dann hast du beide Hände frei. Und die ist sehr, sehr hell, die Stirnlampe. Ja, die hier jetzt nicht. Vorführeffekt. Ich schaue schnell, aber wo ist die? Aber ich kann bestätigen, also wirklich, wenn man auch auf so einem Survival Camp bei dir ist und du wirklich was bauen musst, oder? Ja, ein Biwak. Ja. Das geht einfach nicht mit dem Handy. Ja, geht nicht mit dem Handy in der Hand, gell? Du brauchst beide Hände frei. Und das Gute ist, wir haben ja jetzt hier die echte Notsituation, die Stirnlampe geht nicht. Man kann sie einfach hier anstecken, weil sie ist wieder aufladbar. Ah, perfekt. Kann sie dann an die Powerbank anstecken. Ich bin gerade in einer Krisensituation gewesen, weil meine Stirnlampe Vorführeffekt nicht funktioniert. Jetzt muss man ganz ruhig bleiben und eine Lösung finden. Und dann hier anstecken, gell? Und dann kann man die wirklich laden. Und dann geht sie auch nach einiger Zeit wieder, ja, wenn sie leer sein sollte. Okay. Und das ist das Wichtige, weshalb ich Stirnlampen genommen habe, die wieder aufladbar sind. Ja, macht schon Sinn. Weil sonst hast du immer, die Batterie ist immer dann leer, wenn du sie brauchst. Und immer Ersatzbatterien dabei haben, ist nicht so praktisch wie einfach eine Powerbank, die die Stirnlampe lädt, aber auch das Handy lädt. Ja, super. Dann haben wir als nächstes ein Buff dabei. Du kennst diese Kopfbedeckungen oder auch Schal, als Schal zu verwenden. Das ist so ein kleiner Schal, also einfach so ein Schlauch. Das kann man als um den Hals rum machen oder auch als Kopfbedeckung. Da gibt es so verschiedene Falttechniken, weil die meiste Wärme verliert man über den Kopf. Und man kennt es, wenn Hals und Kopf frei ist und man ist irgendwo unterwegs, dann kühlt es als erstes aus und man merkt wirklich, wie das kalt wird und der Körper verliert Energie. Ja. Und deswegen ist sowas sehr, sehr genial. Dann hat man einen kleinen Schlafsack mit dabei. Der Schlafsack ist super, super praktisch. Weil der ist so klein, dass man ihn wirklich immer dabei haben kann, ohne dass es viel Platz wegnimmt. Und der hat natürlich jetzt keine Daunenisolierung oder so. Ja. Aber man kann ihn wirklich aufmachen und kann
hat dann so ein Emergency Bag. Das heißt, innen drin ist Silberfolie, das spiegelt, reflektiert die Wärme und das Ganze ist wind- und wasserdicht. Das heißt, wenn Wind weht, lege ich mich da rein und die warme Luft, die mein Körper produziert, wird nicht dauernd weggeblasen. Wenn es regnet, kann ich mich reinlegen und ich bleib trocken. Und wenn ich ganz schlau bin, kann man natürlich auch das selber isolieren, indem man Moos oder Laub oder irgendwas reinstopft, was isoliert. Dann kann man wirklich auch warm, sogar bei Minusgraden in dem Schlafsack schlafen. Das ist wirklich ein super geniales Tool. Mehrfach benutzbar? Ja. Zusammenlegen muss man können, ja, aber mehrfach benutzbar. Also okay. Ich kriege ihn schwierig wieder genau auf die Größe, aber wenn er ein bisschen größer ist, passt er trotzdem in die Hülle rein. Mhm. Und man kann ihn sehr, sehr gut trotzdem verwenden, immer wieder verwenden, weil er passt immer wieder hier rein. Bleibt der Kopf da draußen oder geht er auch mit rein? Kann man machen, wie man will. Ja. Man kann ganz reingehen oder man kann den Kopf draußen weil lassen. Da habe ich jetzt eine Frage an dich auch zum Thema Stresssituation. Wir hatten ja auch bei dem Survival-Wochenende die Situation, dass wir einen Biwak gebaut haben und doch manche allein mit dieser Enge, also da ist ja mit Laub zugestopft, man ist ja bis oben hin voll. Wie gehe ich mit der Stresssituation um, wenn ich dann nachts wirklich allein so eingeengt da drin liege? Gibt es da Techniken oder Methoden? Es ist ja eine Angst, die du hast. Ja, genau. Es ist ja eine Angst und du musst erstmal definieren, was für eine Angst ist denn das? Und dann musst du dir die Angst anschauen und fragen, also das ist deine Platzangst oder ist es eine Angst vor Tieren, die in dem Laub sind oder was ist es denn, gell? Und wenn du also ich würde jetzt so sagen, mich nicht bewegen zu können, also festge... Ja. Ja, weil du bist gewohnt, zu Hause in deinem Bett hast du eine flockige Daunendecke. Also erstmal, man kann weniger reintun, man kann weniger Laub reinmachen, dann ist es ein bisschen kühler, aber immer noch warm. Mhm. Und man muss einfach... Das ist wieder Erfahrung. Gell? Je öfter du ein Biwak gebaut hast, desto besser weißt du, was ist die perfekte Menge für mein Platzgefühl. Mhm. Und dann ist es so natürlich, je öfter du drin schläfst, desto mehr gewöhnst du dich daran, dass es ein bisschen eng ist. Es muss nicht proppe eng sein. Und dann ist es natürlich so, dass du irgendwann dann sagst, naja, ich schlafe jetzt mit ein bisschen eng, dann kann ich auch mit ein bisschen mehr eng schlafen. Und dann gibt's Leute, wie zum Beispiel auch ein Trainer von mir, der schläft halt dann im Biwak, das ist so niedrig, dass er sich nicht einmal umdrehen kann. Mhm. Und sag, ja, ich habe gut geschlafen heute Nacht, gell? Also funktioniert auch ohne Probleme. Aber es ist halt alles eine Gewohnheit und man muss es halt regelmäßig üben, um zu wissen, wie funktioniert mein Körper, wann kriege ich Platzängste oder wann wird es mir zu eng und wie baue ich es anders, damit es nicht passiert. Und dafür muss man halt ein paar Mal drin geschlafen haben. Man muss wieder ins Tun kommen, gell? Ja. Und wenn man die Ängste halt nicht behandelt. Du kannst ja mal mit Mittagsschlaf wieder. Ich meine es ernst. Oder? Das ist perfekt. Ja. Man muss ja nicht eine ganze Nacht drin genau, schlafen. Genau, da fällt auch, glaube ich, mal der Druck weg. Ja, weil viele machen sich ja wirklich den Druck, wie kann ich das Stunden jetzt bis morgen aushalten. Ja. Absolut. Also ich sage vielen Leuten, die sagen, ich habe da ein Problem mit oder so, sage ich, leg dich mal mittags eine halbe Stunde rein. Mhm. Ja, absolut. Stimmt, ja. Ja, machen wir noch kurz fertig. Hier vorne haben wir noch was drin. Und zwar ist immer ein Feuerzeug mit drin, damit man auch Feuer machen kann. Und es ist ein kleines Kreditkartenmesser drin. Wenn man das auspackt, das kann man auch einmal in den Geldbeutel stecken. Und dann hat es hier eine Sicherung, wenn ich die Sicherung aufmache. Dann kann ich das Messer ausklappen. Dann klappe ich das hier hinten zusammen. Okay. Und jetzt habe ich ein Messer, was einfach funktioniert. Damit kann ich Brot schmieren, kann ich was schnitzen. Dadurch, dass es einen Kunststoffgriff hat, muss man beim Schnitzen sehr weit vorne anfassen und mit dem Daumen ein bisschen drücken, damit der Griff nicht überlastet wird, weil es ist halt ein ganz einfaches, kleines Messer. Und man hat aber alles, was ein Messer können muss, gell? Also es ist echt auch scharf und es ist super verwendbar einfach im Alltag, wenn man für irgendwas ein Messer braucht. Manchmal nur ein Paket zu öffnen, gell? Ist es auch erlaubt? Das ist erlaubt. Man darf versteckt Messer tragen. Genau, nein, das ist absolut erlaubt. Ja, das ist echt cool, ja. Und dann hat man noch ein bisschen Mikropur-Tabletten, Silberionentabletten, wo man Wasser aufbereiten kann. Eine so eine Tablette ist für 1 Liter Wasser, um das eben keimfrei zu machen. Das hält dann 6 Monate, ohne dass es Keime bildet. Und ja, das ist so das Grundausrüstungsset, womit man einfach super gut ausgerüstet ist. Wenn irgendwas sein sollte, man hat eigentlich immer eine Lösung. Ja, weil perfekt. Der Körper hat 4 Grundbedürfnisse, die man stillen muss, damit man überlebt. Das ist einmal ein Schutzplatz, einen warmen Platz schaffen, wo man schlafen kann. Dafür ist der Schlafsack. Dann hat man einmal und auch warm mit Buff und so weiter.
Dann hat man einmal Essen und Trinken, was der Körper braucht. Dann haben wir die Riegel und das Wasser und die Wasseraufbereitungstabletten. Und dann haben wir als letztes noch Feuer, damit man es warm machen kann oder auch Licht machen kann und so weiter. Und da ist das Feuerzeug da. Und dann noch halt viele andere Sachen, um das Leben zu vereinfachen. Also zusammenfassend, also ich könnte mir jetzt vorstellen, für alle, die wandern gehen, ein Muss, oder? Absolut. Sport, alles an Freizeitsport. Da ja, immer wenn man unterwegs ist. Rucksack rein. Ja. Und ich habe es halt auch wirklich im Auto liegen oder in meinem Rucksack dabei. Ja. Ich habe es eigentlich immer im Tagesrucksack. Also und der Tagesrucksack ist immer bei mir und ich verwende es wirklich bestimmt 3-4 Mal wöchentlich, wenn nicht noch mehr, besonders mit der Powerbank. Ja. Mhm. Also es ist echt genial. Und dann kann man natürlich das Gleiche sagen, hey, im Auto habe ich noch ein bisschen mehr Platz. Vielleicht tue ich mir da noch einen kleinen Schlafsack wirklich mit Isolierung noch dazu mit reinlegen. Mhm. Einmal Wechselklamotten-Set und so weiter, dass man da auch alles hat, was man braucht. Vielleicht noch einen Kocher. Da habe ich auch viel getestet mit den Kochern, was Gutes sind. Kann man sonst auch bei mir mal auf der Website nachschauen. Ich habe da wirklich alles aufgelistet, was ich bei mir verwende, weil ich es einfach viel getestet habe und sage, das ist gut. Also die Website ist survival-coach.com oder survival-coach.de. Da findet man die ganzen Produkte, die ich eben bei mir im Alltag verwende. Okay. Und ja, da kann man sich ein Autoset machen, was noch ein bisschen größer ist vielleicht als das, außer man fährt ein Smart oder ein Mini, dann genügt das vielleicht. Und dann kann man natürlich auch sagen, zu Hause, was habe ich da? Langzeitlebensmittel für einen Monat zum Beispiel pro Person und so weiter, dass man auch da ausgerüstet ist, gell? Dass man wirklich immer diese 4 Grundbedürfnisse stillen kann. Mhm. Egal, ob Strom funktioniert oder irgendwelche anderen Situationen sind, die nicht geplant wurden. Ja, super. Cool, war wieder richtig spannend mit dir. Vielen Dank für die tollen Tipps. Und ja, ich werde auf jeden Fall, das ist schon eine gute Kombi, nochmal so dieses Bewusstwerden. Ja, dann bis bald und ja, dir noch viel Erfolg bei deinen neuen Ideen und Dankeschön. Zum Thema Survival. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie von unserem Gast noch mehrere Videos anschauen wollen, können Sie gerne auf unsere Webseite gehen, www.qs24.tv. Dort finden Sie auch die ganzen Kontaktdaten und auch verschiedene Videos zu anderen Gästen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.